herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen XXL Milky Way Riegel. Dafür brauchen wir eine Backform mit den Maßen von etwa 30 cm Länge, 10 cm Breite und etwa 8 cm Höhe. Als erstes drei Streifen Tesafilm von der Rolle abziehen, mit der Klebeseite nach außen zu einem Ring festkleben und dann mittig an den Längsseiten und dem Boden der Backform je einen Ring Tesafilm aufkleben. Dann habe ich hier einen Bogen Backpapier für die Form zurechtgeschnitten, das Backpapier an einer der Längsseiten einmal umschlagen, am äußeren Rand der Backform festkleben und danach bündig in der Backform ankleben, eventuell an der gegenüberliegenden Seite ebenfalls außen festkleben. Die Form danach zur Seite stellen und als nächstes 250 Gramm Traubenzucker und 130 Milliliter Wasser in einen Topf geben, das Ganze mit einem Schneebesen verrühren und bei maximaler Hitze und ständigem Rühren zum Kochen bringen. Sobald das Zuckerwasser aufkocht, aufhören zu rühren und für etwa eine Minute sprudelnd köcheln lassen. Danach 500 Gramm Zucker und weitere 100 Milliliter Wasser dazu gießen. Unter ständigem Rühren nochmals zum Kochen bringen. Und danach bei maximaler Hitze weiter köcheln lassen. Während der Sirup köchelt, 4 Eiweiß, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz in eine große Rührschüssel geben, mit einem Mixer für etwa eine halbe bis eine Minute aufschlagen, bis das Eiweiß halb steif ist und weiche Spitzen formt. So sollte das dann ungefähr aussehen. Danach zur Seite stellen, den köchelnden Sirup immer im Auge behalten und mit einem Zuckerthermometer kontrollieren. Sobald der Sirup eine Temperatur von 140 Grad erreicht, vom Herd ziehen und dann vorsichtig in einem dünnen Strahl zum aufgeschlagenen Eiweiß gießen, den Sirup mit einem Mixer auf höchster Stufe unterrühren und sobald ihr den kompletten Sirup dazugegeben habt, etwa 4 bis 5 Minuten auf höchster Stufe weiter mixen, bis die Nougatmasse deutlich andickt und eine feste, streichfähige Konsistenz erreicht. So sollte das aussehen. Dann könnt ihr aufhören zu mixen. Jetzt noch 25 Gramm gehackte Vollmilchschokolade dazugeben. Die Schokolade einfach mit einem Teigschaber unterheben und im heißen Nougat schmelzen lassen. Die Nougatmasse anschließend in die vorbereitete Backform geben gleichmäßig glatt streichen und danach erstmal zur Seite stellen. Für das Wasserbad etwa 1 Liter Wasser in einem Wasserkocher aufkochen und in einen großen Topf gießen. Dann eine passende Schüssel aus Glas oder Metall auf den Topf setzen, 150 Gramm Vollmilchschokolade in die Schüssel geben, erstmal für 5 Minuten so stehen lassen und danach
mit einem Teigschaber verrühren und so lange weiterrühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Die geschmolzene Schokolade danach auf das Nougat gießen und gleichmäßig darauf glatt streichen. Und die Backform anschließend für mindestens 4 Stunden im Gefrierschrank auskühlen und fest werden lassen. Nach 4 Stunden weitere 300 Gramm Vollmilchschokolade, wie gerade gesehen, über einem Wasserbad schmelzen. Dann mit einem stumpfen Messer die Seiten des Schokoriegels etwas lösen, sodass ihr den kompletten Riegel ganz einfach am Backpapier aus der Form heben könnt. Dann ein Backpapier auslegen, 2 bis 3 gleich hohe Tassen oder Gläser mittig auf dem Backpapier platzieren. Danach das Milky Way mit der Schokoladenseite nach unten auf die Tassen setzen, das Backpapier vorsichtig abziehen und jetzt die geschmolzene Schokolade über das Milky Way gießen und den gesamten Schokoriegel gleichmäßig mit der Schokolade überziehen. Mit einem Messerrücken oder einem geraden Küchenwerkzeug auf der Oberseite noch das typische Schokoriegelmuster andeuten und danach die Schokolade erstmal etwas aushärten lassen. Mit einem Messer die unteren Seiten etwas begradigen und sobald die Schokolade komplett ausgekühlt ist, können wir den Schokoriegel anschneiden . So sieht das XXL Milky Way dann aus. Eine herrlich lockere Nougat-Creme, umhüllt von Vollmilchschokolade. Ich lasse es mir jetzt schmecken, hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr von solchen XXL-Rezepten sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.